Die dämonische Nonne aus dem Conjuring-Franchise hat im Laufe der Jahre jede Menge Schreckensmomente erlebt. Von der Verfolgung von Menschen mit gruseligen Gemälden bis hin zur Besessenheit eines Bauern auf die ekelhafteste Art und Weise. Dies sind unsere Lieblingsmomente und die brutalsten. Obwohl Kritiker und Publikum von The Nun nicht sonderlich beeindruckt waren, bietet der Film einen der gruseligsten Momente, in dem der Dämon Valak in Form der Nonne auftritt. She looks like us, but she's not one of us. It's something unholy. Während des finalen Kampfes zwischen Valak und Schwester Irene entdeckt Irene den Ort, an dem der Dämon unter einem Kloster gelauert hat, nur um dann vorübergehend besessen zu sein. Nachdem Frenchie sie gerettet hat, nutzt Valak seine dämonischen Kräfte, um Irene in einen Bereich zu katapultieren, der teilweise unter Wasser steht, da die Auferstehungskammer des Klosters nach jahrzehntelanger Nichtbenutzung schlummert. Irene blickt zurück zu der Stelle, an der sie Valak zuletzt gesehen hat, und sieht, wie sich der als Nonne verkleidete Dämon langsam aus dem Wasser erhebt, wie das blasphemische Apex Predator, das er ist. Die Kamera wechselt in die Perspektive von Irene, die den Dämon direkt anschaut. Gerade als es so aussieht, als könnte sie aufstehen und weiterkämpfen, stürzt sich Valak direkt auf die Kamera und packt Irene am Gesicht. Die Geschwindigkeit, mit der sich Valak bewegt, löst einen Schock aus, und als wir die Nonne durch Irenes Augen sehen, kommt es uns vor, als würde sie direkt auf uns zurennen. Niemand würde es euch verübeln, wenn ihr aus Reflex zurückschrecken würdet. Manchmal sind die wirkungsvollsten Schreckmomente die einfachsten in der Ausführung. Und das ist der Fall bei den denkwürdigen Flurschrecken sowohl in Conjuring 2 als auch in The Nun 2. Beide Filme zeigen verschiedene Versionen desselben Schreckens, bei dem ein ahnungsloses Möchtegern-Opfer einen mit heller Blumentapete bedeckten Flur entlang geht, um dann am anderen Ende eine bedrohliche Gestalt zu sehen, die ihm entgegenstarrt. Die schwarze Silhouette von Bonnie Arons Nonne bildet einen beunruhigenden Kontrast zu der scheinbar freundlichen Umgebung, und der Aufbau bis zur Enthüllung ist geradezu meisterhaft. In Conjuring 2 und The Nun 2 verwenden die Regisseure James Wan und Michael Caves lange Kamerafahrten durch den Flur, wobei sie zwischen der Perspektive derjenigen, die den Flur hinunterschaut, Lorraine Warren im ersten und Sophie im zweiten Film hin und her springen. Es ist schwer, nicht den Atem anzuhalten, wenn die Figuren langsam den Flur hinuntergehen und sich dem Raum am Ende nähern. Vor allem, wenn man weiß, dass die Nonne immer Gefahr läuft, auf den Bildschirm zuzusprinten. Der Gemäldeschrecken in Conjuring 2 ist eigentlich eine Fortsetzung des zuvor erwähnten Flurschrecks, aber er ist so erschreckend und effektiv, dass er eine eigene Diskussion verdient. Lorraine sieht etwas an der Wand, das die Nonne zu sein scheint, schaltet aber einen Lichtschalter ein, um zu sehen, dass es sich nur um ein Gemälde handelt. Die tiefschwarze Kohle und das strahlende Weiß ihrer Haut wirken in dem warm gestalteten Raum beunruhigend und deplatziert und machen uns sofort nervös. Die Tatsache, dass die Tonbandspule von sich aus Hark the Herald Angels Sing zu spielen beginnt, trägt ebenfalls nicht dazu bei. Plötzlich geht die Lampe in der Nähe des Gemäldes wieder aus und das Gesicht des Gemäldes verändert sich ein wenig. Es ist nicht genug, um uns zu erschrecken, aber genug, um uns die Frage zu stellen, ob sich das Gemälde wirklich bewegt oder ob unsere Augen uns nur einen Streich spielen. Nachdem sich die Tür und die Fenster von selbst geschlossen haben, beobachtet Lorraine mit stillem Entsetzen, wie ein Schatten hinter einem anderen Gemälde im Raum hervorkommt und sich langsam dem Gemälde der Nonne nähert. Nachdem er seine Position eingenommen hat und mit dem Gemälde verschmilzt, wickeln sich körperliche Finger um den Rahmen, als ob eine Person dahinter stünde. Dann stirbt Valak auf Lorraine zu und hält das Gemälde vor sich. Das Gesicht der Nonne auf dem Gemälde beginnt zu schreien und zeigt blutrote Zähne, während sich der Mund des Gemäldes bewegt. Diese erschreckende Szene ist wohl eine der denkwürdigsten der gesamten Serie. Dennoch versucht The Nun 2, auf dem Erbe der Gemäldeszene aufzubauen, nachdem er einen Zeitschriftenständer verwendet, um das gleiche Maß an Schrecken auf eine etwas clevere Weise zu erreichen. Als Schwester Irene sich einer Wand nähert, die mit zum Verkauf stehenden Magazinen bedeckt ist, nimmt der Wind zu und beginnt die Seiten aufzublättern. Und natürlich tauchen zufällig Blicke von Valak in Form der Nonne auf. Es gibt kein Entkommen vor der Nonne und Schwester Irene kann nirgendwo hingehen. Sie muss warten, bis die Seiten an der richtigen Stelle umgeschlagen sind, um sich Valak frontal zu stellen. Die Angst steigt, während die Seiten immer schneller und lauter umblättern und sie erstarrt, als Valaks Bild zum Vorschein kommt. Aber selbst dann bietet das Anhalten der Seiten keine Erleichterung, denn das Publikum weiß, dass Valak jeden Moment herausspringen wird. Gerade als es so aussieht, als sei ein gruseliges Bild das Einzige, wovor sich Schwester Irene fürchten muss, tut Valak genau das, was man von ihm erwartet. Er manifestiert sich als physische Präsenz, während die Straßenlaternen flackern, und packt Schwester Irene am Gesicht. Frenchie hat einfach kein Glück, wenn es um Valak geht. Im allerersten Film der Reihe Conjuring, die Heimsuchung, sprechen Ed und Lorraine Warren darüber, wie sie einem französisch-kanadischen Bauern bei einem Exorzismus helfen. And like that, an upside-down cross started to appear from within his body.
Wie The Nun deutlich macht, handelt es sich bei diesem besessenen Mann um Frenchie, den Valak als Gefäß für das Böse im gesamten Conjuring-Universum benutzen wird. Frenchie rettet Schwester Irene am Ende des Films das Leben, nur um dann mit einem umgedrehten Kreuz unter der Haut seines Halses gezeigt zu werden. Ein Zeichen dafür, dass Valak in ihm ist. In The Nun 2 sieht das Publikum, wie die Besessenheit stattgefunden hat. Valaks dämonische Zunge zwingt sich in Frenchies Hals. Schwester Irene versucht ihr Bestes, um Valak von ihrem Freund zu exorzieren. Und es ist eine brutale Prozedur, die ihm große Schmerzen und Qualen bereitet. Am Ende von The Nun 2 scheint alles geklärt zu sein, aber die Fans der Serie wissen, dass Valak mit Frenchie noch nicht fertig ist und zu seinem bisher unerbittlichsten Angriff zurückkehren wird. Das nächste Mal, wenn die Fans Frenchie sehen, wird es wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass er lebendig gesehen wird.